durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... Die Welt erobern! Sieh mal, Hogi, ein Hamster! Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hogi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Laverne! Wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben.
Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte! Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur-Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. So weit, so gut. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh, oh. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hogi und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hogi denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hogi denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's!